herzlich willkommen zu unserem Format hier aus dem Trainingslager in Belek, Chai Sati. Wir haben uns hier mit dir zur Teezeit getroffen, wie man das so traditionell macht in der Türkei. Ihr seid jetzt schon ein paar Tage hier im Trainingslager in Belek. Erzähl doch mal, wie geht's dir denn aktuell? Aktuell geht's mir ganz gut. Ich bin ziemlich gebeutelt vom Training. Waren jetzt sehr harte Tage. Ich schlafe viel. Auf jeden Fall und probiere mich bestmöglich zu regenerieren. Du hast jetzt Regeneration und Schlaf angesprochen. Sind das für dich auch so die wichtigsten Themen im Thema Trainingslager, also die Qualität der Betten hier, oder worauf achtest du da besonders und wie sind denn die Bedingungen hier im Kempinski Hotel? Bedingungen sind super, wir haben alles, was wir brauchen. Das Bett ist auch sehr bequem. Ich nehme aber auf Reisen immer mein eigenes Kissen mit, weil ich da die meisten Probleme habe eigentlich im Hotel, deswegen habe ich mein eigenes dabei. Und ja, wie schon gesagt, also das ist das Allerwichtigste, gut schlafen, gut essen und ja, hier natürlich auch mit dem Pool und auch mit dem Wärmebecken alles nutzen. Du hast es schon angesprochen, ihr seid noch nicht lange weg. Es sind jetzt aber schon einige Einheiten gewesen. Wir haben es noch mal nachgezählt. Mit den Läufen so schön früh am Morgen sind es jetzt 6 Einheiten gewesen innerhalb von 3 Tagen. Und dazu kommt dann noch, dass ihr schon ein Testspiel absolviert habt. Wie hart sind denn diese Trainingseinheiten vielleicht im Vergleich zu denen zu Hause, die ihr dann so normalerweise im Alltag kennt? Und speziell dieses Testspiel oder überhaupt Testspiele, wie sind die denn einzuordnen, wenn man hier so eine deutlich höhere Belastung als im normalen Trainingsalltag erfährt? Ja, der Fokus liegt ganz klar auf die Ausbelastung. Wir schauen natürlich, dass da die Qualität trotzdem weiter oben ist. Nichtsdestotrotz waren es jetzt sehr, sehr viele Einheiten. Das ist natürlich der große Unterschied. Und ja, auch in der Früh natürlich der Lauf ist jetzt, sage ich mal, speziell, weil man natürlich auch viel schlafen möchte, dass aber dann so schwieriger wird. Entschädigt denn wenigstens das aktuell sehr schöne Wetter hier so ein bisschen für die Strapazen? Ja, auf jeden Fall. Nee, das Wetter ist super, perfekt zum Trainieren. Und ich glaube, das ist dann der Ausgleich, sage ich mal, für die harten Einheiten. Dein Zimmerpartner hier, das ist ja der Dominik Schad. Bist du denn glücklich mit dem? Lässt er dir denn auch deine Ruhe oder ist er vielleicht sogar wie du auch so richtig hier auf Regeneration bedacht? Nee, mit Dominik verstehe ich mich super. Also wo ich jetzt gehört habe, dass ich mit ihm im Zimmer bin, war ich auch natürlich sehr glücklich. Verstehen uns sehr gut und sind auf einer selben Wellenlänge. Und tickt wie ich natürlich. Also wenn ich schlafen gehe, geht er auch schlafen. Und da haben wir natürlich wenig Zeit für Gespräche, aber wenn, dann bin ich froh drüber, weil wir uns echt auch gut unterhalten können. Das klingt ja wirklich nach dem perfekten Zimmerpartner oder schönen Bedingungen. Perfekt war sicherlich für die Fans auch dieses kleine Weihnachtsgeschenk, das du ihm noch am Ende vom letzten Jahr gemacht hast. Du hast deinen Vertrag beim FCK langfristig verlängert. Erzähl uns doch noch mal kurz, was gefällt dir denn hier beim FCK so besonders gut, dass du dich dafür entschieden hast, noch ein bisschen länger zu bleiben? Ich habe schon mal erzählt, für mich war einfach das ganze Paket, also was ich hier auch erlebt habe, sei es negativ wie positiv. Wir haben schlechte Zeiten durchgemacht mit der schlechten Saison in der dritten Liga. Es gab viele Trainerwechsel, viele Unruhen im Verein. Und ich glaube einfach, dass mich das am Ende auch überzeugt hat, weil ich einfach viel erlebt habe, viel durchgemacht habe und am Ende trotzdem mit einem positiven Erlebnis oder Erlebnissen da rausgegangen bin. Und dann war es für mich auch ganz klar, dass ich für die Fans und auch für den Verein, für das Vertrauen, was zurückgeben möchte. Ich fühle mich wohl, heißt aber natürlich nicht, dass ich satt bin. Ich habe natürlich noch große Ziele mit dem Verein. Ich denke aber, dass wir da auch die Kirche im Dorf lassen sollten. Ist immer noch klar das Ziel der Klassenerhalt. Und ja, mich freut es einfach, dass sich die Fans auch freuen darüber, dass ich hier bleibe. Und für mich war das, stand es außer Frage, dass ich diese Option auf jeden Fall ziehen werde. Die Fans, die sind ja auch zahlreich mit hier mitgereist ins Trainingslager nach Belek. Es gab ja auch schon so ein kleines Get-Together mit denen, die hier sind. Wie war denn da so der Austausch für dich speziell? Total menschlich. Also ich glaube, sowohl die als auch wir gehen immer offen miteinander um. Es ist kein Verhältnis, wo jetzt irgendwie einer über den anderen steht. Es ist sehr familiär, man kann über viele Sachen reden, man lacht viel und ich finde es schön, dass viele mitreisen, uns da auch
ja, begleiten, auch wenn es eine harte Zeit ist für uns. Und uns einfach auch, ja, ein gutes Gefühl geben, dass selbst hier im Trainingslager jemand dabei ist. Und so positiv wie da die Stimmung ist, ist ja auch, du hast es angesprochen, die Entwicklung des FCK, speziell jetzt in den letzten Monaten gewesen, natürlich mit dem Aufstieg gekrönt. Eigentlich läuft alles super auch in dieser Saison. Wo hast du dir denn vielleicht auch für dich persönlich Ziele gesetzt, woran du hier in Belek arbeiten möchtest, um auch die Rückrunde möglichst positiv zu gestalten? Ja, wie gesagt, ich glaube, dass ich jetzt in der Hinrunde vieles positiv gestaltet habe. Ich habe Tore geschossen, Vorlagen, und wir als Mannschaft hatten natürlich dadurch dann auch Erfolg. Und für mich heißt jetzt einfach, da dran zu bleiben, das noch zu verstärken und dann in der Rückrunde genau da wieder anfangen, wo ich aufgehört habe. Und so intensiv so ein Trainingslager ist, so menschlich ist es ja auch, dass einem da vielleicht gegen Ende das ein oder andere ein bisschen nervt oder auf den Keks geht, Hand aufs Herz. Was ist es denn bei dir? Sind es deine Mitspieler? Ist es, dass du das eigene Bett vermisst oder vielleicht auch die Familie, die dir fehlt? Ich glaube, es ist ein Paket von allem. Also sind wir ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon ein paar Trainingslager hinter mir. Es ist eigentlich immer dasselbe. Also es ist ein bisschen wie Lagerkoller. Du kannst das Essen irgendwann nicht mehr sehen. Ja, auch das Zimmer nicht mehr, auch egal wie schön es ist. Dann bist du sehr, sehr traurig, du willst einfach nur noch nach Hause, du willst dein eigenes Bett, wie du schon gesagt hast. Und ja, bei mir auf jeden Fall meine Kinder, meine Familie, meine Frau. Das ist halt einfach ein anderes Gefühl. Also natürlich weiß man auch, dass es nur temporär ist, es ist nur eine Woche. Aber ich glaube, wir sind alle glücklich, wenn es dann auch ein Ende hat. Du hast deine Familie schon angesprochen. Ganz auffällig bei dir ist ja dein Spider-Man-Jubel, der ja immer kommt. Und dein Kleiner ist, glaube ich, ja auch ein großer Fan. Teilt ihr das als Leidenschaft oder hat der dich eher zum Spider-Man-Fan gemacht? Ich glaube, dass er mich eher zum Spider-Man-Fan gemacht hat. Ich habe es halt gesehen, ich muss ihm Spielzeug kaufen. Es geht nur Spider-Man. Und ja, dadurch habe ich halt auch Gefallen dran gefunden. Und ich finde es einmal einen schönen Jubel, weil ich einmal weiß, dass er sich umso mehr freut, wenn ich nach Hause komme. Sehr schön. Und super Überleitung zu unserer letzten Frage. Worauf freust du dich denn am allermeisten, wenn du nach Kaiserslautern kommst? Meine Familie, auf jeden Fall. Auf meine Kinder. Ist natürlich auch anstrengend, ist aber eine andere Belastung. Und nee, ich freue mich auf jeden Fall, weil die Zeit zu verpassen ist immer schade, auch wenn es nur eine Woche ist. Die Kinder werden sehr schnell groß und da möchte ich so viel erleben wie möglich. Dann hoffen wir mal, dass die paar Tage noch schnell rumgehen und wir dann nach Hause können. Kenny, vielen Dank für deine Zeit in diesem strengen Terminplan hier im Trainingslager und viel Spaß noch. Danke dir, gerne.